So, dann wollen wir mal. Da sind wir wieder in Action. Ich habe immer noch den Zettelchen hier vom Klangkasper. Also ich muss mal gucken, dass ich hier das Kabel immer richtig lege. Huch, das Käbelchen richtig lege. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Die schaurige Leuchten. Ist das Remington-Werk? Der Turm muss bewohnt sein. Ja, ich, ach ja, stimmt. Wir waren ja hier gestern aufgehört. Sie kann ja den Stein nicht wegbewegen. Alle wurden gezonkt. Was? Warum? Oh, warte mal. Ich müsste gerade mal kurz den Ventilator ein bisschen abändern. So, genau, da können wir nichts machen. Wir haben im Inventar haben wir eine Platte, einen Schaber und einen Köder. Und hier konnten wir sonst noch was machen, interagieren. Die Statue einer mysteriösen Meerkreatur, peinlich genau, in dieser besonderen Pose aus Stein gemeißelt. Kann ich da vielleicht inventarmäßig vielleicht den Schaber benutzen? Nein, das geht nicht. Okay. Haben wir irgendwas im Inventarbuch eigentlich drin? Achso, okay, das hatten wir, glaube ich, alles schon. Die Festung wird riesig, aber dennoch verfallen. Die Piraten müssen sie seit über Jahren hinweg gebaut haben. Völlig umsonst. Okay, sonst kann ich nichts, weil da kann ich an dem Stein kann ich nichts machen, ne? Es ist zu schwer, um es so zu heben. Aber vielleicht kann ich es wegrollen. Natürlich kannst du es wegrollen. Einfach hier eine Seite anpacken und dann wegrollen. Mit dem Schaber geht's nicht, mit der Platte geht's auch nicht, mit dem Köder geht's auch nicht. Ja, dann wollen wir mal zurück. So, was haben wir denn hier noch? Okay, wir haben hier noch das Ding hier. Da können wir die Augenhöhle. Ja, es ist, da ist etwas in der Höhle, aber es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich, ja. Ich muss natürlich alles ausprobieren hier. So, hier hatten wir ja, glaube ich, wir hatten hier die Kerze gefunden. So, verschlossen. Und ich kann keinen Schlösser sehen. Platte funktioniert dann. Ich glaube, wir brauchen so ein rundes Ding dafür. So, dann gehen wir mal zurück. Hier leuchtet irgendwas, ich kann das aber nicht berühren. Das war der Leuchtturm. Der Leuchtturm ist fast nur noch eine Ruine. Das hatten wir schon gelesen. Der Felsvorsprung dort oben sieht aus wie ein menschlicher Schädel. Daher wohl der Name Totenkopfinsel. Nein. Bitte mehr von solchen Spielen, bitte. Ich liebe es jetzt schon. So. Genau, die Stufen sind zu alt, so wackelig, um darüber zum Bug des Schiffes zu gelangen. Ja. So, da wären wir wieder da unten. Was können wir denn? Können wir hier noch irgendwas machen? Interagieren. Ich kann die Lampe zum Wackeln bringen. Interagieren. Diese Algen sind wunderschön. Sie beleuchten das Innere des Schiffs wie Lampen. So, hier haben wir natürlich den Atlas, aber da fehlt... Eins der Schiffe fehlt. Ja, hier auf dem... auf diesem Fässchen, aber da haben wir noch nichts. Sonst war hier nichts, ne? Genau, die Lampen kann ich hier einzeln bewegen. Sehr geile Animation, liebe ich jetzt schon. Da ist die Truhe, wo wir Münzen hinzufügen können. Okay, wir gucken natürlich überall, wo wir was machen können. Er hier... Danke für den Grog, aber nun geh. Dieses verfluchte Schiff ist kein Ort für eine Dame. Okay, sonst war hier aber auch nichts, ne? Ja gut, der Pilz, der leuchtet. Oder die Alge. Hier haben wir schon gewimmelt. Da kann ich wieder bewegen und wackeln. Sehr schön. Hier fehlt uns noch eine Fiole. Achso, nee. Oh. So, hier können wir noch rein. Ich weiß gerade nicht. Die Fässer sind stark beschädigt und der Großteil des Wassers ist ausgelaufen. Naja, wenn sonst nichts anderes ausläuft, ist es ja ganz okay. Hier haben wir gekocht. Hier haben wir ja den Grog zubereitet. Diese alten Vorräte sind schon hunderte von Jahren verrottet. Jetzt stinken sie nach Moda. Nach Moda Talking. Wer es noch kennt. Was ist das für ein Geruch? Uraltes Fleisch oder Gemüse? Ich weiß es nicht. Vielleicht probierst du es einfach mal. So. Was haben wir hier noch? Hier haben wir... ja, ja, das hatten wir auch schon gelesen. Ich frage mich gerade, was wir machen sollen. Okay, gehen wir zurück. So, das sind ja die Dings. Die Kombüse waren wir schon. Kommen wir hier auch zurück? Ne, hier kommen wir gar nicht mehr zurück, ne, oder? Können wir nur mit ihm reden? Okay, wir müssen hier irgendwas machen. Ich weiß aber nicht, was.
Hier können wir ja nur die Münze einfügen, ne? Reden. Do you have a coin for me? Do you have a coin for me? No, I don't have a coin for you. I don't have a coin for you. I'm very angry. So, können wir... Alter, diese Fledermaus. Das ist bestimmt Batman. Okay, da kommen wir wieder zurück in die Dings. Okay, das heißt, wir können am Pier höchstens was machen. Hier war ja... Ohne Haken werde ich kein Angelglück haben. Na, dann nimm doch einfach deine Nase. Okay, da kann ich nichts tun. Sonst irgendwas auf dem... worin lebt mein Fisch am Leben? Was? Worin bleibt mein Fisch am Leben, sobald ich ihn gefangen habe? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. In einem Reagenzglas? Das hatten wir... Achso, hier waren ja noch die Nägel, die müssen wir irgendwie raus... Kann ich die vielleicht mit dem Schaber? Nein. Hier braucht man etwas anderes. Naja. In die Gruft. In die Gruft, in die Gruft. Wo war denn hier vielleicht? Hier ist die Gruft, aber ich kann hier in der Gruft nichts machen. Kann ich hier den Schaber benutzen? Nein. Nein, ich brauche hier etwas anderes. Die Platte. Nein, ich kann hier nichts machen, wenn das die Gruft ist. Do you, leave me alone, sagt er gleich, wenn ich darauf klicke. Das sieht aus wie eine unheimliche alte Gruft. Ja, schön. Ich kann da aber nichts machen. Wett. Unter dem Moos befindet sich irgendetwas. Aber ich muss das Moos entfernen, um es zu sehen. Vielleicht mit dem Schaber. Boah, diese Animation. Alter. Boah. Wett. Ein Teil fehlt. Oh nee, oder? Relief. Das große Relief auf der Außenwand der Gruft ist mit Moos überwuchert. Ich muss es abkratzen, damit ich sehen kann, wie groß das Relief wirklich ist. Die Teile des Reliefs sind nicht nur durcheinander. Es fehlt auch noch ein Stück. Ich muss es finden, um das Relief wieder zusammenzusetzen. Ich hab's doch gerade eingesetzt. Oh Gott. Nein, ich, um Gottes Willen. Ach du heiliger Schrosack, das ist ja so fordernd. Oh Gott. Oh Gott, ich fang mal mit den Ecken an. Das ist ja wie ein Puzzle. Ich werde mal die Ecken dahin setzen, wo... erstmal vielen Dank, Nestor, für den Tipp mit der Gruft. So, erstmal die Ecken. So, die Ecken haben wir soweit. Jetzt vielleicht mal die Ränder anfangen. So, das passt da schon mal nicht hin. Oder? Nee, das... Vielleicht so? Nee. Haben wir sonst noch ein Teil, was da passen könnte? Ich will ja auch keinen Tipp benutzen jetzt irgendwie. Das könnte aber so schon funktionieren. So könnte das hier vielleicht. Ich glaube nicht. Ich setze jetzt mal oben dahin, dann können wir sie einfach mal tauschen. Das muss unten hin. Das muss auch irgendwie unten hin. Das muss nach da. Das könnte sogar schon richtig sein. Das muss auch irgendwie nach oben. Und das muss nach unten, hier vielleicht hin, das da hin. Ich mache jetzt mal erstmal die Ränder so weit fertig, dass ich die Ränder erstmal da habe. Nein. Hier hin und dann hier hin. So. Alter, jetzt müssen wir erstmal gucken. Um Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hier oben ist irgendwie der Remington, glaube ich. Der muss, glaube ich, hier hin. Der hält da irgendwas in der Hand. Das ist, glaube ich, hier, ne? Oder? Nee. Ich glaube, das ist so schon richtig. Das muss hier hin. Oh Gott, Alter, das ist... Boah, ist das fordernd. Ich muss mich echt anstrengen. Ja, ich glaube, das ist so richtig. Das stimmt noch nicht. Da muss hier oben noch was anderes hin. Vielleicht das hier? Ja, das ist, das könnte richtig sein. Das könnte, glaube ich, schon alles passen hier soweit. Das passt auch. Hier unten, das passt noch nicht. Was könnte denn da hinkommen? Nein. Oh Gott, das könnte stimmen. Jetzt müssen wir hier unten irgendwie ein... Das vielleicht? Ja, das könnte hinkommen. Das kommt dann hier hin, glaube ich, oder?
Oder auch nicht. Da ist noch eine Hand. Vielleicht kommt die hier hin. Ja, ich glaube, das passt so. Ich glaube, den linken Bereich haben wir... Glaube ich, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Der Turm. Wo soll denn der Turm hin? Oh Gott, hier vielleicht? Das könnte stimmen. Das so... Das stimmt hier noch nicht. Das stimmt überhaupt nicht, glaube ich, oder? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, das wollte ich gar nicht. Huch. Das wollte ich mal ausprobieren. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Der vielleicht hier hin? Ah, warte mal. Die Figur muss, glaube ich, hier hin. Ne? Kann das sein? Und die da? So? Nee, nee, das kann ja nicht sein, weil der Rahmen muss hier oben sein. Irgendwas ist noch nicht richtig. Ich glaube, das stimmt noch nicht hier. Boah, das ist aber nicht einfach. Oh Gott. Das stimmt hier auch irgendwie, glaube ich, gar nicht. Wo kommt das denn hin? Kommt das vielleicht hier hin? Nee. Wo soll denn dieser Faden sein hier? Eieieiei. Die Rosen hier, die Ecke stimmt. Die Ränder stimmen auch. Der Turm stimmt auch. Hier bin ich mir nicht so ganz sicher. Nee, das kann auch nicht sein. Also hier bin ich mir gar nicht sicher bei dem. Vierte Reihe ist alles falsch. Welche vierte Reihe? Von oben, von unten, von links nach rechts? Ich weiß es auch nicht. Von links, vierte Reihe. 1, 2, 3, 4. Die hier? Die Reihe ist falsch? Ist doch richtig. Hä? Ich glaube hier, die ist falsch. Ich glaube hier das... Ah, Moment. So müsste es, glaube ich, sein, ne? Aber das müsste... Warte mal. Wenn das sein Anzug ist, kommt das... Nee. Nein, auch nicht. Warte mal, hier, der ist bestimmt... Der kommt bestimmt hier hin, ne? Genau. Das kommt hier hin, oder? Nein. Ich glaube, der Remington muss ein Feld nach rechts. Ah, das kann natürlich auch sein. Sieht lustig aus. Hui. Warte mal. Oh Gott, ich komme jetzt voll durcheinander gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber warte mal, das stimmt doch hier mit dem... Nee, warte mal. Ich bin verwirrt. Ich bin vollkommen verwirrt. Halt ein bisschen verrutscht, ja. Schau mal eben. Das müsste... Das ist ja hier unten, ne? Oder? Dann kommt die doch... Komm doch hier hin, oder? Und der kommt hier hin. So müsste es doch schon richtig sein. Der muss dann hier hin, oder? Yeah! Boah, vielen Dank. Da macht so Spaß mit euch. Ohne Scheiß, das ist voll geil. Yeah, ich hab die Platte. Geil. So, was haben wir... Was haben wir denn da bekommen? Wir haben ein... Eine Feuerscheibe, die können wir jetzt hier einsetzen. Ich bin sehr gespannt. Ab in die Gruft. Oh mein Gott. Was können wir hier machen? Huch, die fleischfressenden Pflanzen scheinen Hunger zu haben. Ich muss sie füttern, sonst ende ich selbst als Mahlzeit. Nein, mit dem Köder geht's nicht. Da brauche ich etwas anderes. Okay, was haben wir hier sonst noch? Zongtime, was hast du denn mal mit Zongtime? So, seltsam, die Kerzen brennen bereits. Jemand muss gerade hier gewesen sein. War das Remington? Huch,
Oh, ein Wimmelbild. Pfeife mit Tabak. Augenklappe. So, Entenmesser. Fischgräte, Tagebuch, Schnalle, Sanduhr, Hufeisen, Puppe, Fiole und Engel. So, die Sanduhr habe ich mal gefunden. Ihr könnt fleißig mitmachen, ne, wenn ihr was seht. Einfach reinschreien in den Chat. So, Engel ist hier. Die Puppe ist hier, glaube ich. Pfeife? Pfeife, nein. Die Pfeife ist leer. Ja, die Pfeife sitzt oben rechts in der Ecke. Boah, ich bekomme gleich 2 Hamburger Royal TS geliefert per Taxi. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich habe auch schon wieder Hunger. Die Schnalle. Wo ist denn die Schnalle? Da ist die Fischgräte. Fiole. Ich glaube, hier kriegen wir die Fiole auch. Wo ist denn die Fiole und wo ist die Schnalle? Hufeisen? Da ist das Hufeisen. Ihr habt mir gerade Chickenwings reingezogen. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ohne Scheiß, ich hasse euch so sehr. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Da ist die Schnalle. So, dann spiele ich das Spiel halt alleine. So. Ich höre jetzt gar nicht mehr auf den Chat. So. Ist das ein Tagebuch hier? Nee, das ist nur eine Seite. So. Denk an dich beim Essen. Oh, das ist aber sehr lieb. Toll. So, zurück zum Spiel. So, schon wieder Essensthema. Boah, ich kriege jetzt voll Hunger, ohne Spaß. Das Tagebuch? Nein. Ich kriege jetzt voll Kohldampf. Entermesser. Was ist denn ein Entermesser? Ist das das Entermesser? Das ist das Entermesser. Na toll. Die Augenklappe. Wo ist denn bitte die Augenklappe? Guck mal, das sieht aus wie im SM-Bereich hier. Haifischzahn. Haifisch? Da ist der Haifischzahn. Mit Essen kann man dich echt ärgern. Ja, weil ich immer vergesse zu essen vorm Stream. Das ist mein Problem immer. Ich vergesse immer Abendbrot zu essen vorm Stream. Das ist mein Problem. Und dann, meistens, wenn ich dann im Stream vorbei ist bei mir, dann esse ich meistens immer nach dem Stream. Und dann ist dann irgendwann so, weißt du, so 1 Uhr. Ach, weißt du, dann schmeißt du schön gesund erstmal eine Pizza rein. Oder machst du erstmal eine schöne fette Dose, richtig schön gesund. Ne? Und dann hat er ja nichts mehr offen, weißt du? Keine Dönerbude oder sonst irgendwas. So, kannst ja beim Stream essen. Nee, darf man bei Twitch nicht. Darf man nicht. Ist verboten. Ist wirklich so. Also ich erzähle keinen Scheiß. Ist wirklich so. Man darf beim Stream nicht essen. Außer so kleine Foodsnacks oder so. Aber ich finde das immer unhöflich, wenn ich im Stream so esse. Na. So. Tagebuch, Fiole, Pfeife mit Tabak. Wo ist denn... Ah, hier ist Tabak. Hier, Pfeife. Wo ist denn die Augenklappe? Die Augenklappe, die ist ein bisschen verwunderlich, wo ich die finde. Mir juckt schon wieder die Birne. Sollte mir mal die Haare waschen. So. Fiole, Tagebuch und Augenklappe. Wo ist denn... Da ist das Tagebuch. Wo ist denn bitte die Augenklappe und die Fiole? Da oben ist noch irgendwie so eine Geige. Die sieht man ganz schlecht. Ist das die Fiole hier? Tatsache, gibt's da gar nicht. Hat man kaum gesehen. Die Augenklappe wird man bestimmt auch kaum erkennen. Ich hab keinen blassen Schimmer, wo die Augenklappe sein soll. Hilft mir, ich bin verlassen im Wimmelbild. Ich bin verloren.